Und ja, wir sind ganz, ganz gespannt. Ich freue mich, wir freuen uns und möchte nochmal alle zusammen ganz, ganz herzlich begrüßen, Herr Meier-Gallo. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Also, ich bin gerne zu Ihnen gekommen bei so einer Einladung. Da konnte ich gar nicht Nein sagen. Das letzte Mal habe ich vor Studenten gesprochen in Münster, als ich da Vorlesungen gehalten habe. Andere Vorträge halte ich vor Unternehmen oder gemeinnützigen Veranstaltungen. Jetzt im September hat die Gesellschaft Deutscher Chemiker 150 Jahre in Berlin, eine ganze Woche. Und da gibt es einen ganz interessanten Workshop. So ein bisschen fängt das jetzt hier schon an. Der heißt Das undenkbare Denken für junge Leute, for young professionals. Wie geht das? Wie kann man das Undenkbare überhaupt denken? Und da halte ich darüber einen Vortrag. Ein paar Elemente kriegen Sie heute auch schon mit. Und das ist natürlich immer eine ganz spannende Frage. Also, ich lasse mich jetzt mal hier auf ein Abenteuer ein, weil an der Uni wird Wissen vermittelt und Wissen transferiert. Und Sie müssen das aufnehmen, inhalieren und wiedergeben in Klausuren und in Prüfungen, dann kriegen Sie Ihr Diplom. Das ist ja ganz einfach. Das mache ich aber nicht. Ich versuche Ihnen Erfahrungen zu transferieren und das ist schwieriger, das ist viel schwieriger, weil wenn Sie Wissen transferieren, ist es völlig egal, wer Sie sind für die Professoren. Das Wissen wird eben da erklärt, kognitiv, rational, begreifbar. Bei Erfahrung ist das schon komplizierter, weil Erfahrungen kann man eigentlich nur aus eigener Erfahrung herausschöpfen und übertragen auf andere, indem man von den Erfahrungen spricht und transferiert Erfahrungsprozesse. Und wie Sie die aufnehmen, das hängt von jedem Individuum ab und bei jedem Individuum ist das unterschiedlich. Das ist so wie beim Psychotherapeut, der muss sich ja auch fragen, wer sitzt da vor mir, was hat der für eine Vita? Das ist in der Wirtschaft sehr wenig bisher vorgekommen. Es gibt also, man könnte sie einteilen in Introvertierte und Extrovertierte. Dann haben wir schon zwei Gruppen. Und jede Gruppe kann man dann noch einteilen in den Denktyp, den Fühltyp, den Intuitionstyp und den sensorischen Typ. Dann sind es schon acht. Wahrscheinlich finden wir die in der Gruppe auch. Also ich müsste jetzt acht Erfahrungstransfers eigentlich machen. Und wenn man das noch weiter unterteilt, weil Ihr Lebensweg sich immer unterscheidet von dem Lebensweg des Nachbarn, dann kommen wir in eine große Vielfalt. Also beispielsweise die Frage, wie ist Ihre Ich-Entwicklung vollzogen worden? Elternhaus, Kindergarten, Schule, Uni, Beruf. Haben Sie ein starkes Ich entwickelt oder haben Sie ein kleines Ich entwickelt? Durfte sich Ihr Ich nicht entwickeln? Beides ist problematisch unter Umständen und vielleicht weg vom gesunden Ich. Das Kleine hat immer einen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich zu einem spreche und Erfahrung transferiere und ich wirke nicht so, als hätte ich einen Minderwertigkeitskomplex, dann gehen die alle immer so in die Abwehrreaktion. Was will der da sagen? Spreche ich zu einem, der ein großes egozentrisches Ich hat, das ist ein Egoist. Der sagt, ach, ich weiß doch alles besser. Sie sehen, das ist sehr kompliziert, Erfahrungen zu transportieren. Selbst wenn ich sage, ich habe das, was ich sage, erfahren, kommt das auch nicht so richtig an. Oder wie steht es mit der männlich-weiblich-Bilanz? Ganz wichtig. Also ein Macho, der seine weibliche Seite überhaupt noch nicht entwickelt hat, reagiert völlig anders auf das, was ich sage, weil ich das Weibliche sehr betone, das brauche ich nicht, als einer, der seine weibliche Seite entwickelt hat. Oder eine Frau, die ihre männliche Seite entwickelt hat oder ihre weibliche Seite nicht mehr so richtig entwickelt. Frauen in der Wirtschaft, Sonderthema. Auch unterschiedlich, muss man auch berücksichtigen. Jeder reagiert da anders bei der Aufnahme dieser Erfahrungen. Oder Schattenseiten, gut und böse. Jeder von uns hat in sich die gute Seite und die böse Seite. Keiner will das so wahrhaben. Wir müssen alle guten Menschen sein. Und was machen wir, wenn wir irgendwas denken oder machen, was vielleicht nicht ganz so gut ist, weil die Öffentlichkeit sagt, ist nicht ethisch und moralisch so richtig. Wir machen das natürlich alle oft. Dann wird das unterdrückt oder verdrängt. Unterdrückung geht ja noch. Wenn wir was unterdrücken, dann ist uns das bewusst und bleibt uns bewusst. Wenn wir es verdrängen, geht es in unseren Schatten. Und wir wissen es nicht mehr. Und wenn wir in eine Krisensituation kommen, übernimmt der Schatten die Regie. Und treibt uns in eine Aktion oder Reaktion, wo wir gar nicht mehr wissen, ich weiß gar nicht, wieso habe ich das eigentlich gemacht? Ja? Wieso haben wir eigentlich da den Abgasskandal da produziert bei VW?
Oder wieso hat er eigentlich eine Bilanz gefälscht? Oder wieso haben wir eigentlich Preisabsprachen gemacht? Ja? Schienenkartell. Seit vorgestern weiß, es gibt eine Wurstlücke. Ja? Weil es da eine Lücke gab in der Rechtsprechung, brauchte die Wurstmafia also die 110 Millionen Kartellstrafen nicht zu bezahlen. Also so versuche ich Ihnen klarzumachen, dass meine Aufgabe viel schwieriger ist als die, die Sie haben. Sie transferieren Wissen. Das habe ich ja auch gemacht. Ich transformiere Erfahrungen und ich finde es ganz wunderbar, dass Sie, Sie haben ja auch schon berufliche Erfahrungen, meistens auf dem HR-Bereich, dass Sie sich diesem Thema jetzt mal stellen wollen. Sie werden also sehr viel Neues hören. Das ist meine Erfahrung. Das ist oft keine Wissenschaft. Carl Gustav Jung, der Tiefenpsychologe, hat immer gesagt, ich bin kein Wissenschaftler. Ich spreche von meiner Erfahrung. Was du damit machst, kann deine Erfahrung auslösen. Ich kann nur Impulse geben. Das mache ich. Ich gebe nur Impulse. Also auf dieses Abenteuer lasse ich mich ein. Gibt es jemand von Ihnen, der schon mal meditiert hat? Also die Altvorderen. Wir sind ja noch nicht auf dem Weg der Erleuchtung. Vielleicht. Ja. Haben wir noch ein paar Jahre. Ihr habt da noch ein paar Jahre. Ja, je früher, umso besser vielleicht. Ja. Gibt es jemand, der Burnout hat? Der Depression hat? Der Angststörungen hat? Keinen, ne? Schade. Als junger Mensch mal vor. Schade. Schade. Denn wenn Sie das alles hätten, wären Sie ein dankbares Publikum. Aber Sie sind voller Glück und erfolgreich und haben überhaupt keine Probleme und werden mir wahrscheinlich gar nicht glauben, was ich Ihnen alles erzähle. Ich spreche am liebsten zu Kranken. Und weil mir keiner glaubt, habe ich mal bei einem Vortrag so einen Kinderkreisel mitgenommen, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum glaubt mir da eigentlich keiner? Und da habe ich den Kinderkreisel laufen lassen und habe gesagt, das ist unser Ego, das ist unser Ich. Wir rotieren um unsere Ratio, um unser Ich. Daraus aus dem Ego resultiert die Ratio. Und meinen, das ist unsere Welt. Und glauben, wir sind ganz stabil. Und dann fege ich den Kreisel so vom Tisch, der fällt dann um und sage, ah, die Stabilität war eine Illusion. Warum? Weil der Schwerpunkt des Kreises zu hoch liegt. Unser Schwerpunkt liegt hier. Das ist uns beigebracht worden. Hier liegt unser Schwerpunkt im Denken. Und der Schwerpunkt müsste eigentlich hier liegen. Dann fällt man auch nicht so schnell um. Dann habe ich noch so ein Stehaufmännchen, da kann das nicht passieren. Das haben die sich gemerkt. Also ich spreche über drei Blöcke. Wahrscheinlich schaffen wir das sowieso nicht. Wenn wir es nicht schaffen, ist nicht schlimm, machen wir im Herbst Fortsetzung. Über Führung, über Kreativität und über Resilience. Weil ich dachte, das sind drei Themenblöcke, die Sie ganz besonders interessieren können. Wenn ich über Führung spreche, muss ich immer zunächst über die Führung der eigenen Person sprechen. Alles, was über Führung gesprochen wird, was andere betrifft, wie führe ich andere und spreche nicht darüber, wie bin ich in der Führung meiner Person, ist nicht glaubwürdig. Ich bin jetzt mal ganz provokativ. Mir gefällt auch der Ausdruck HR überhaupt nicht. Human Resources. Es gibt Finanzressourcen, es gibt Rohstoffressourcen, es gibt Know-how-Ressourcen, es gibt Anlagenressourcen, aber menschliche Ressourcen, die man dann da so ausbeutet, damit die Firma Gewinn macht, eigenartig. Warum haben wir nur aus USA das übernommen? Ich kann Ihnen das erklären. 1962 hat die OECD eine Bildungsrichtlinie rausgegeben, wo drin steht wörtlich, the task of the schools and universities is to produce human capital, human resources for the economy. Bildungsrichtlinie, OECD. Entwickelt vom Chicago Institute of Economics als Bildungsrichtlinie. Das heißt, das ganze Ding ist sehr ökonomisch getrieben auf Einsatz des Menschen als Ressource in der Wirtschaft. Das ist was ganz Schreckliches. Das findet sich in allen Lehrplänen wieder. Also mir gefällt der Ausdruck überhaupt nicht, aber ich kann es nicht ändern. Sie müssen nur wissen, was dahinter steckt. Wenn ich in einer Firma nur eine Ressource bin und in der G&V nur ein Kostenfaktor bin, das ist ziemlich wenig für einen Menschen mit seinem ganzen Potenzial. Und deswegen spreche ich lieber über Human Potential. Das Potenzial, was ein Mensch entfalten kann in einer Firma, womit Sie sich ja beschäftigen, wenn Sie in der HR-Abteilung beispielsweise sind. Und dieses Potenzial zu entfalten, kann man zunächst bei sich selbst und dann bei anderen.
Das ist die Aufgabe eigentlich für jeden, der führt. Und wie geht das? Ich halte nicht viel von Richtlinien, weil es geht hier rein und dann verarbeitet man das und man vergisst es dann wieder und führt dann doch letztendlich, wie man eigentlich ist. Ich habe das auch früher so gemacht, ich habe das alles gelernt. Anti-autoritär, demokratisch, situativ, personenbezogen. Bis ein Mitarbeiter, der war älter als ich, mir mal sagte in Duisburg, hören Sie mal auf mit dem ganzen Quatsch. Ich habe gedient, ja, im Krieg. Geben Sie mir einen Befehl und ich mache das. Wir brauchen keine Diskussion. Was habe ich denn da angerichtet? Und andere hat was ganz anderes gesagt. Also ist schon sehr unterschiedlich. Führen beginnt mit der Entwicklung einer Person. Wir sind so bis zum dritten Lebensjahr, kann man sagen, ungefähr ganz. Wenn Sie ein Baby lachen sehen, dann lacht es genauso wie der Dalai Lama. Das Lachen kennen Sie. Der lacht wie ein Baby. Da ist nichts passiert unterwegs an Zerstörung der Ganzheit. Was heißt ganz? Körper, Seele und Geist. Körper, Seele, Geist ist eine Einheit, das kommt aus der griechischen Philosophie. Körper ist klar. Seele, was ist das? Wo kommt das her? Schwieriges Thema. Geist. Dann frage ich die Leute, wo ist der Geist? Dann sagen die alle hier. Und meine Damen und Herren, das ist ein tragisches Missverständnis. Was gemeint ist, ist nicht, sagt das jetzt mal in Englisch, mind, but spirit. Das heißt, in der englischen Sprache haben wir zwei Ausdrücke. In der deutschen leider nur einen. Und deswegen haben wir besonders viel Probleme mit diesem Missverständnis. Weil Descartes uns auch dann gesagt hat, cogito ergo sum. Ich bin, was ich denke. Und das ist es. Period. Haben wir große Fortschritte gemacht in der Technologie, in der Medizin, Naturwissenschaft, überall. Alles ganz toll. Aber wir sind sehr rational getrieben. Und alles andere ist auf der Strecke geblieben. Und wenn Sie sich die Menschen heute anschauen, dann sehen Sie, welche Defizite die Menschheit nach wie vor hat. Auch in den Firmen. Und es geht darum, wenn ein Kind sich entwickelt, muss es ein Ego entwickeln, eine Ich-Stärke entwickeln. Es muss lernen, es muss wissen, es muss können, es muss machen, es muss leisten, es muss später managen und es muss ganz scharf drauf sein, was zu besitzen, zu haben und zu verteidigen, dass keiner ihm das wegnimmt. Wenn das nicht entwickelt wird, werde ich nicht erwachsen. Das muss man entwickeln. Der Preis ist hoch. Wir wissen das gar nicht oft. Der Preis ist, dass Ihre Ganzheit auseinanderbricht und Sie hinterlassen eine andere Dimension, die innere Dimension unserer Person und reagieren nur noch als Ego, manchmal als Egoist. Was dann passieren kann, ist, wenn es passiert, eine Krise, ein Paukenschlag, beruflich, gesundheitlich oder sonst wo, dass man nachdenkt, ist das eigentlich alles, das ganze Leben, was ich da jetzt hier so mache? Und wenn man dann den richtigen Führer hat, kann es passieren, dass der sagt, hey, du hast die andere Dimension des Dalai Lamas oder des Babys hinter dir gelassen. Dein Weg ist jetzt anzuschließen an das, was innen passieren muss in deiner Entwicklung zur Person. Und ich unterscheide zwischen Person und Persönlichkeit. Also Persönlichkeit ist für mich so eine Verniedlichung von Personen. Persönlichkeiten, Erdogan, Trump, Putin, sind Persönlichkeiten. Aber es gibt auch Dalai Lama, Jesus, Buddha und andere. Was ist der Unterschied? Die einen sind ganz geblieben oder geworden und die anderen sind in ihrem Ego stecken geblieben und verbreiten Unrat auf dieser Welt. Person kommt von Personare, das heißt durch Tönen. In der griechischen Tragödie haben die Schauspieler eine Maske aufgehabt. Es war Anwesenheitspflicht. Und das Volk kam und hatte sich die Tragödie angehört und die Schauspieler haben durch die Schlitze in der Maske die Botschaft der Götter verkündet. Das göttliche Prinzip als Realität in die Menschheit geschickt. Durch Tönen, daher kommt durch Tönen. Wenn das gelingt, dieses Durchtönen lassen und aufnehmen von einem anderen, der durchtönt, bin ich eine Person. Ganz. Das andere ist eine Mickey Maus, eine Persönlichkeit. Vielleicht unterscheiden Sie es mal, wenn Sie es in der Zeitung lesen. Das heißt, wenn ich mich selbst führen will, muss ich mich auf den Weg machen. Meistens passiert das so Mitte 40, Midlife-Crisis oder Krisen, um Übungen zu unterziehen, um dieses innere Wachstum zu beginnen. Und deswegen kann ich sie auch nicht ändern, wenn ich das jetzt hier alles erzähle. Ich kann überhaupt gar keinen ändern. Ich kann mich ändern. Und ich kann ihnen was sagen. Und sie können aber sich ändern mit den Impulsen. It's all you. On behalf of you. You are.
Sie können sich ändern als Individuum. In einem Individuationsprozess können Sie eine ganze Person werden. Und dann beginnen Sie, sich selbst zu führen. Wie geht das mit der Meditation? Es gibt viele Meditationen. Ich habe die Zen-Meditation gemacht. Die ist die Meditation auf das Nichts. Kommt aus dem Zen-Buddhismus. War für mich als Top-Manager das absolute Kontrastprogramm zu machen. Schwer. Muss man Kurse machen, sich einen Lehrer suchen. Können Sie im Internet alles finden. Es gibt andere, man kann auch Yoga machen, aber dann als Meditation. Man kann auch im Wald sein und Achtsamkeit üben. Man kann im Konzert Achtsamkeit üben, man kann Klavier spielen. In der Liebe passiert das sehr oft. Im Tanz, wenn man schreibt, wenn man spricht. Und wenn man das alles nicht nutzt als Achtsamkeitsübung zur Reifung der eigenen Person, dann kommt die Zwangseinweisung in die Krankheit. Dann wird man krank, weil man sich von der spirituellen Dimension getrennt hat. Und Carl Gustav Jung, der große Tiefenpsychologe, der ja viele Jahrzehnte Klinikchef war in Zürich, hat gesagt, ich habe noch keinen Patienten gefunden, bei dem nicht nach einer ausführlichen Anamnese herauskam, dass die Ursache für seine psychische Störung und physische Störung die Abtrennung von der spirituellen Dimension ist. Und da Anschluss zu finden, ist der Heilungsprozess. Was ich Ihnen jetzt hier erzähle, ist nicht eine Aufgabe so ab 45. Ich bin also ganz glücklich, dass Gleichaltrige wie Sie zurzeit sich alle auf den Weg machen, diese innere Entwicklung anzukurbeln und zu meditieren und andere Wege zu gehen, damit man innen wächst und außen in der Arbeit ganz anders arbeiten kann. Google ist da ganz weit vorn. Mindfulness and Compassion. Es gab ein Buch vor 5 Jahren von Søren Gordamer, das hieß Wisdom 2.0. Vielleicht gucken Sie sich das mal an. Da ging es um Mindfulness and Compassion, also Achtsamkeit und Mitgefühl, für sich selbst und andere als Businessprinzip. Und dann hat er erst versucht, Tagungen zu machen. Bei der ersten kamen so viel wie hier. Jetzt sind da Tausende, weil Google gesagt hat, that's us, Mindfulness and Compassion. Dann wurde Thich Nhat Hanh, der größte spirituelle Lehrer zurzeit, Berater von Google. Ich habe den gefragt, warum machst du das? Das sagte ich, mach doch besser damit, als wenn ich dagegen bin. Die Company wird sich ändern. Das heißt, Google, Facebook, LinkedIn, Cisco, die ganze New Economy fährt voll drauf ab. Es gibt also Wisdom 2.0 Konferenzen weltweit mit tausenden von Teilnehmern, wo das geübt wird, gepredigt wird, wo eine ganze Wirtschaft sich ausrichtet auf inneres Wachstum, um außen anders zu wirken aus einer Ganzheit. Ich spreche jetzt nicht über Theorien, das läuft ab. Sie kriegen die besten Absolventen von den Elite-Unis. Die wollen so leben in ihrer, man sagt ja Work-Life-Balance. Ich sage lieber Life-Balance. Weil Work-Life-Balance hört sich so an, also Work, das ist ungeliebt und Life ist geliebt und ich freue mich nur noch auf Feierabend, aufs Wochenende und auf den Urlaub. Ist ja sehr ausgeprägt, auch in Ihren Firmen. Furchtbar. Gespalten, keine Ganzheit. Ich spreche lieber von Life-Balance. Dieser goldene Wind, wie ich ihn nenne, muss ich das ganze Leben weben. Im Privatleben, im Berufsleben, dann merkt man auch, dass die Menschen ganz anders arbeiten. Das heißt Work-Life-Blending, da bin ich ein bisschen kritisch. Das heißt, Google vermischt Arbeit und Privatsphäre. Die gehen gar nicht mehr nach Haus. Sogar die Eizellen werden eingefroren. Brauchen nicht mehr nach Hause zu gehen. Und was sonst alles passiert, das halte ich für problematisch. Man muss sich entfernen. Okay, es gibt ja auch Entwicklungen, die muss man nicht so gut finden. Das heißt, es gibt eine große Welle Ihrer Generation für inneres Wachstum, damit man zur Ganzheit wiederfindet, seine eigene Person führen kann, damit man andere auch besser führen kann. Und jeder kann nur so führen, wie weit er in dieser Entwicklung ist, wo er da gerade steht. Er macht das im Unbewussten. Und wenn Sie sich nicht entwickelt haben, können Sie andere, die unter Ihnen stehen, der Entwicklung nicht führen. Schon gar nicht die, die oben drüber stehen. Und ganz schwierig wird es dann mit den Egoisten. Das heißt, das läuft. Das sind zurzeit die underlying forces unserer Welt und unserer Wirtschaftswelt, weil alles andere zerbricht, wie wir merken, was egozentrisch aufgebaut wurde in unserer Welt. Die letzten 2000 Jahre beginnt sich jetzt zu verändern. Man sagt ihnen Aquarius, Wassermann-Zeitalter. Da fängt das an zu brodeln. Und es gibt immer mehr, die sagen, so möchte ich eigentlich leben. Das heißt, beschäftigen Sie sich mal mit Meditation, gucken Sie mal nach, fangen Sie einfach mal an. Gucken Sie, was passiert. Und dann erfahren Sie, dass Gelassenheit wächst, Mitgefühl, Harmonie, Glück, Liebe, dass weniger wächst und es reduziert sich, Gier, Neid,
Arroganz, Eitelkeit, Habsucht, Habgier, verschiebt sich im Laufe der Zeit. Nicht sofort, aber verschiebt sich bei jedem. Und dann führen sie sich ganz anders, weil sie ganz anders leben, ihre Umwelt merkt das und sie führen in ihren Firmen dann auch ganz anders. Ich habe da mal aufgeschrieben, das Lebende lebendiger werden lassen. Mein Freund, der leider gestorben ist, Hans-Peter Dürr, Quantenphysiker, definiert so Nachhaltigkeit. Was ist Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist nicht ein Baum abholzen und einen neuen einpflanzen. Das ist ein Status quo. Nachhaltigkeit muss immer in die Zukunft gehen, muss ein Entwicklungsprozess sein. Das Leben lebendiger werden lassen ist seine Definition. Die trage ich in die Welt, weil ich ihm das auch gesagt habe. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie führen nach diesem Prinzip. Innerlich sind Sie jetzt entwickelt, Sie beschäftigen sich damit. Entweder Sie spielen Klavier, dann sind Sie achtsam im Moment, oder Sie fahren Ski oder meditieren oder hören Musik oder tanzen. Das Leben lebendiger werden lassen. Sie führen ein Personalgespräch, sind also auf diesem Weg der inneren Entwicklung und haben nur eins im Kopf, dass bei dem Mitarbeiter das Lebende lebendiger wird. Können Sie sich vorstellen, wie so ein Gespräch läuft? Wie der nach rausgeht nach einer halben Stunde? Auch wenn er sehr viel Mist gemacht hat? Das ist was völlig anderes. Also, da hast du aber Mist gemacht und ich erwarte jetzt von dir und da kommt jetzt Druck drauf und wenn du das nicht gemacht hast, dann fliegst du raus. Und wie oft wird das gemacht? Und wenn einer entlassen wird, ist es immer der Delinquent? Nein, nein. Für mich ist zunächst immer der Schuld, der ihn da eingestellt hat und eingesetzt hat. Die sind da nicht mehr zu sehen. Das kennen Sie auch alle in Ihren Firmen. Sind nicht mehr zu sehen. Die eigene Person führen, damit ich andere führen kann. Und Horst Eberhard Richter hat gesagt, nur wer mit sich selbst im Reinen ist, kann mit anderen fürsorglich umgehen. Ja, Sie kennen das ja aus der Soziologie. Den habe ich sehr verehrt. Wir sind in einer Zeit, wo aus all diesen Töpfen die gleiche Erkenntnis zusammenfließt, die man sich vorstellen kann. In der Quantenphysik haben wir so viele neue Erkenntnisse. Die Quantenphysiker sagen, es gibt ein Hintergrundfeld, ein Nullfeld, das ist die Wirklichkeit. Da heraus kommt alle Realität. In einem Bruchteil von Sekunden entwickelt sich das, diese Wirklichkeit. Und wenn wir meditieren, spüren wir diese Wirklichkeit. Da wurde Frank Kinslow gefragt, also der Autor von dem Buch über das Hintergrundfeld, Nullfeld heißt das, glaube ich. Aber was ist denn diese Wirklichkeit? Wie kann ich die denn erfahren bei der Meditation? Das hat, wie die Amerikaner so sind, die machen das ganz einfach. Du setzt dich hin, machst die Augen zu, lässt los. Kommt ein Gedanke hoch, guckst dir den Gedanken an, lässt ihn los. Dann kommt der nächste Gedanke, guckst ihn an, lässt ihn los. Aber der zweite Gedanke kommt nicht automatisch sofort hinter dem ersten. Sondern es gibt eine Lücke zwischen dem ersten und dem zweiten Gedanken. Und diese Lücke ist die Wirklichkeit. Und je mehr Sie meditieren, umso größer wird dieser Raum. Das ist amerikanisch ganz einfach erklärt. Also es ist schwierig zu meditieren, es ist schwierig, das beizubehalten. Meistens schaffen Sie es nur, wenn Sie in einer tiefen Krise sind und sagen, ich muss was ändern. Was heißt das in der Wirtschaft? Also ich habe danach geführt, danach gelebt, es geht hervorragend, man ist sehr erfolgreich. Ich habe während meiner Zeit nicht jedem erklärt, wo diese Kräfte herkommen. Da hätte nichts so, ach, das ist ein Esoteriker oder Scientology. Da wäre ich vor 30 Jahren tot gewesen. Als ich dann aus der Wirtschaft raus war, habe ich das dann gesagt, geschrieben und geredet und rede auch heute. Heute ist das gar kein Problem mehr. Viele Firmen machen ja Achtsamkeitsübungen und Meditation. Meistens werden sie wieder eingestellt. Sie werden begonnen. Warum? Weil die Personalabteilung gehört hat, das ist was Gutes, das ist der Mainstream. Dann werden die alle in Seminare eingeteilt und üben Achtsamkeit. Die sitzen dann da, üben Achtsamkeit, ganz hier. Boah, ich übe jetzt Achtsamkeit. Das ist natürlich nichts, weil der Ansatz auch falsch ist. Mitarbeiter sollen Achtsamkeit üben, damit sie besser arbeiten, effizienter und produktiver. Das funktioniert nicht, das kann ich so nicht erzwingen. Die Achtsamkeitsübung ist ein Tor in das innere Wachstum. Man macht nur das Tor auf und dann muss man loslassen. Und das ist dann die Meditation. Das haben die aber nicht verstanden, die Achtsamkeitstrainings machen. Als ich hierher gefahren bin, habe ich im Internet die FAZ gelesen von heute.
Synchronizität heißt, zur gleichen Zeit passiert das Gleiche an verschiedenen Orten. Ich spreche zu Ihnen jetzt über dieses Thema. Sie können auch sagen, eigentlich über das Glück. Und der FAZ steht heute, Glück wird ein Wirtschaftsfaktor. Großer Artikel. Aber ich sage, geht ja los. Nun gut, da ist man ein bisschen kurz gesprungen, aber lieber so, einen Beginn zu machen, vielleicht ist man dann auf dem Weg wie in Bhutan, wo das Bruttosozialglück ja blüht und eine ganz andere Ethik daraus resultiert. Wie stelle ich mir dann eine Wirtschaft vor, die das übernimmt? Wie gesagt, das läuft ja auch. Die neue Economy ist da Frontrunner, kriegen die besten Leute. Old Economy, wenn sie nicht verstehen, verlieren die Leute, verlieren sie. Die Organisation muss ja natürlich dann ganz anders sein. Die ist ja immer noch militärisch geordnet, ja, in Rängen. Jetzt nehmen wir ein paar Ränge raus, weil wir alle Computer haben und Software haben und wir schrumpfen. Kommt eine künstliche Intelligenz dazu, keiner weiß, wo geht das hin. Ich stelle mir ein Führungsmodell vor, wo man zwar noch Ränge hat natürlich, aber wo die Beförderung von Rang zu Rang sich nach der Stufe, in der der Bewerber steht, entscheidet. Das heißt, ich stelle mir vor, dass Rang und Stufe parallel geht. So, was ist jetzt Stufe? Stufe ist der Fortschritt im inneren Wachstum, in der Menschlichkeit, im Herzen, in der Entwicklung. Und wenn Sie dann nur die auf die Ränge, die höheren Ränge setzen, die da innen schon gewachsen sind, dann kriegen Sie eine tolle Organisation. Da wollen alle Leute hin. Es macht allen unheimlich viel Spaß zu arbeiten, weil sie alle ganz miteinander umgehen. Also der Idealfall, der Aufsichtsratsvorsitzende ist der Weise, mit hoher Fachkompetenz und hat einen Reifungsprozess vollzogen, dass er mit Gelassenheit und mit Mitgefühl und Empathie und Konkurrenz mit der ganzen Belegschaft umgeht. Was macht er? Er wird einen Vorstand bestellen, der genauso ist. Der Vorstand wird Führungskräfte bestellen, die auch so sind. Können Sie sich vorstellen, eine Firma, wo das durchgehend so ist? Unschlagbar im Wettbewerb. Die treten gegen alle an, die noch in ihr Ego feststecken. Also Stufe und Rang parallel. Leider gibt es da noch nicht so viele, aber es gibt einige schon. Und das ist die Welle, die auch kommen wird. Das heißt, man sucht sich die Führungskräfte danach aus. Und wenn Sie in der Personalabteilung sind, müssen Sie sich ja mit diesen Dingen beschäftigen. Ja, wer auf welchem Posten? Fragen Sie sich ja mal selbst nach Ihrer eigenen und der Reife des anderen. Und dann sind Sie, glaube ich, auf dem richtigen Weg, eine völlig neue Kultur zu entwickeln. Vor Wochen und Monaten flog ich aus meinem Job raus. Ich wurde also entlassen aus einer Vorstandsposition. Nicht, weil ich schlecht war, sondern weil ich nicht so einfach zu führen war. Weil einer, der mich führen wollte, so ein introvertierter Egomane war. Kann ich sagen, nee, gibt's nicht mehr. Der hatte mit mir natürlich Schwierigkeiten. Aber ich hatte die ganze Belegschaft hinter mir. Das machte bumm, bumm. Da war ich arbeitslos. Und damals war es ja so, in der Chemie wurden alle Positionen in-house besetzt. Und wenn Sie im Vorstand eines Chemieunternehmens waren, dann kamen Sie nicht in den Vorstand eines anderen Chemieunternehmens. Das ist heute anders. Das heißt, mir war die Situation der Aussichtslosigkeit völlig klar. Und da müssen Sie bereit sein, in dieses Vakuum auch reinzugehen. Und Gott sei Dank habe ich eine Schwester, die macht Yoga, ist eine große, bekannte Yoga-Frau, Yoga-Lehrervorstand viele Jahre, die sagt, geh mal zu Karl-Fried Graf Dürkheim, der sitzt im Schwarzwald, das ist ein Weiser. Der steht auf der Basis Zen-Buddhismus, christliche Mystik und Tiefenpsychologie, Carl Gustav Jung. Bin ich dahin? War 85. Ich war so ein junger, kurz vorm Scheitern befindlicher Manager, Top-Manager. Und der saß da, kam von der Reha, war noch gebrechlich, aber eine Mordsaura hatte der um sich. Und da sagt er, guck doch mal die Rose auf meinem Schreibtisch an. Guck ich die Rose an, guck ihn an. Nee, du sollst die Rose angucken. Guck ich die Rose an, guck zum Fenster raus. Sagt er, du willst ein Manager sein? Du kannst ja gar nicht machen, was du sagst, was du entscheidest. Du bist ja eine Wurst, ein Halm im Wind. Von der Sorte habe ich hier viele. Das geht doch gar nicht. Dann stand er auf, gab mir so einen Schubs, ich flog fast um. Da sagte, wo stehst du denn mit deinem Schwerpunkt? Hier, nicht hier. Dann hat er noch den Arm ausgestreckt, hat gesagt, drück den mal runter. Ich hatte keine Chance. Er hat gesagt, na, dämmert es hier langsam, dass es da was gibt, was du noch nicht kennst, was du zu entdecken hast, wo viel Stärke herkommt. Ich dachte, ja, wie geht das? Dann habe ich angefangen zu meditieren.
Angefangen, aufgehört, wie der Mensch halt so ist. Wenn es einem besser geht, hört man wieder auf. Wenn es einem schlechter geht, fängt man wieder an. Bis ich endlich in einen Modus hineinkam, der ich das beibehalten habe. Also es brauchte bei mir persönlich und bei den meisten auch eben große Krisen. Das waren ja schon Existenzkrisen, ne? Kann man ja schon sagen. Braucht es auch. Ich war also ein ehrgeiziger, sehr erfolgverwöhnter Manager, der dauernd befördert wurde, hoch bezahlt wurde, gelobt wurde. Freitagabends fix und fertig, hatte meine ganze Energie verpulvert, habe am Wochenende mich wieder ausgeruht und Montag ging das wieder los. Und das haben alle so gemacht. Und da die alle belohnt wurden, habe ich gesagt, that's the game. The winner takes it all. Und dann habe ich da angefangen, habe das gelernt, wie ich mich verändere. Dann kamen neue Aufgaben plötzlich. Dann habe ich ganz anders geführt und ganz anders gelebt in dem Unternehmen. Habe gemerkt, es geht ja alles viel besser. Ich brauche viel weniger Energie. Ich kann mit viel, viel weniger Energie die ganzen Aufgaben bewältigen. Und ich kann Ihnen sagen, die Sanierung von Hüls war eine schwerste Aufgabe. Großkonzern zu sanieren, der unter Wasser fuhr. Das war easy. Ja. So ging das los. Und so ging das weiter. Und das habe ich dann gemacht, bis ich dann aus der Wirtschaft ausgeschieden bin. Also wenn Sie mal in so eine Krise kommen, haben Sie die Chance, dass Ihnen ein Licht aufgeht, dass Sie sich auf die Socken machen müssen. Und die Weihnachtsgeschichte, die sagt genau das, aber es erklärt uns keiner. In der längsten Nacht des Jahres ungefähr, ist ja der 21. oder 24. längste Nacht des Jahres, ist die Chance am größten, dass uns ein Licht aufgeht. In der größten Krise des Lebens, in der dunkelsten Nacht, wo ich nur noch da sitze und heule und bin völlig zerstört, ist die Chance am größten, dass uns ein Licht aufgeht. Das Licht nämlich, dass ich falsch gelebt habe und das inneres Wachstum angesagt ist, damit ich in der Außenwelt bestehe. Das ist die Weihnachtsgeschichte. In allen, ob das Gilgamos-Epos ist, ob das die Geschichte ist vom verlorenen Sohn, das sind alles Metaphern für alles das Gleiche und dasselbe. Das wird nur nicht so schnell dechiffriert. Da brauchen Sie Menschen, die das erklären. Und dann habe ich mir Meditationslehrer gesucht, den habe ich bis heute, Williges Jäger am Benediktushof in der Nähe von Würzburg. Und bin da immer mal eine Woche hingefahren, auch während ich gearbeitet habe, habe ich mal Urlaub genommen, Woche hingefahren. Ist tough. Morgens 5 geht's los, immer 25 Minuten, 5 Minuten gehen, 25 Minuten, 25 Minuten. Dann geht der Kaffee schon durch das Kloster, da kriegen sie schon Kaffeedurst, werden abgelenkt und dann geht's den ganzen Tag halt mit Pausen durch die Meditation durch, dann eine ganze Woche. Und natürlich warten sie auf die Glocke, die nach 25 Minuten dann klingelt, damit sie endlich wieder aufstehen können. Es verkrampft sich alles und man merkt eigentlich, was für eine kleine Wurst ist. Und dann sagte mein Lehrer, also du musst jetzt mal 4 Wochen kommen. Das mit dieser Fluchtgefahr, das gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Dass du da am Anfang schon dran denkst, hoffentlich ist diese Woche vorbei. Das ist dann mein Schatten. Mein dunkler Bruder, der da sitzt, der sagt, was gehst du denn ins Kloster? Geh doch irgendwo, mach Arbeit oder kauf Aktien und verkauf die oder verdien was oder mach Karriere oder was. Bist du denn bescheuert? Gehst da ins Kloster und machst nichts. Nur nichts mehr denken. Und dieser dunkle Bruder, den wir alle uns hatten, der war einmal so stark, da fuhr ich dahin nach Würzburg und je näher ich kam, umso übler wurde mir. Und dann sah ich plötzlich Rasthaus im Spessart. Da bin ich abgefahren, bin da rein, habe 2 Bier getrunken und Schnaps und bin wieder nach Hause gefahren. Sagt meine Frau, was willst du denn hier? Ich kann es nicht. Da merken Sie, wie das wirkt, damit wir abgehalten werden von dem Weg. Weil wenn ich innerlich wachse durch Meditation, kann ich von meinem dunklen Bruder nicht mehr geführt werden. Wenn ich aber auf der Autobahn fahre und mich schneidet einer und ich mache so, das ist der da hinten. Der sagt Ärger, 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 Ärger. In den Firmen kennen Sie es ja. Und Ihr dunkler Bruder, das ist heute zu viel, tiefenpsychologisch das zu betrachten, der spielt Champions League. Wir spielen Amateurliga. Wir sind hoffnungslos dem ausgesetzt. Den Einfluss, den spüren wir dann immer wieder in der Krisensituation. Je mehr ich unter Druck komme, umso mehr kann das passieren, dass ich was mache, was ich eigentlich gar nicht machen will. So fing das an. Bitte schön. Die einzelnen Stufen, die Sie bezeichnet haben, wie wollen wir denn eigentlich bemessen oder kann man überhaupt bemessen? Also das kann man nicht quantifizieren. Die Stufen, wie gesagt, definiere ich mit Durkheim, der hat das also erfunden, im Sinne von der Reifung des inneren Prozesses. Da müssen sich die Person angucken, wie verhält er sich in welchen Situationen. Ein Meister wie er oder mein jetziger erkennt das sofort, wenn Sie mit dem reden, wie weit Sie sind. Und er führt Sie dann auch. Ja?
Und er schickt sie dann immer wieder zurück auf die Matte, wenn er merkt, dass sie da weiter dran arbeiten müssen. Sie spüren es, wie sie mit anderen umgehen. Sie spüren es in Krisensituationen, wie sie mit sich selbst und anderen umgehen. Sie kriegen ja auch Feedback. Der Dalai Lama steht für mich natürlich auf der obersten Stufe, aber der wäre kein guter Vorstandsvorsitzender oder Aufsichtsratsvorsitzender. Jack Welch hat das gut gemacht, aber das ist kein spiritueller oder kein tiefenpsychologischer Schulter. Das ist das Gegenteil. Man kann das nicht klar definieren. Ich habe immer gesagt, ich bin schon froh, wenn einer auf diesem Weg ist, wenn einer das verstanden hat, wenn einer von Empathie spricht, von Kongruenz, wenn einer ein Herz hat, ob der jetzt christlich das sieht oder buddhistisch oder wie auch immer, das ist eigentlich völlig egal. Der weiß, dass es eine innere Dimension gibt, aus der heraus ich führen und entwickeln muss. Und dann gebe ich dem auch die Macht eines Ranges. Ja? Und dann passieren eben keine unmoralischen Dinge. Nicht, weil ich sie nicht machen darf, sondern weil ich sie gar nicht machen kann, weil ich mich so weit entwickelt habe. Das ist ein Unterschied. Ja? Wenn Sie in den Supermarkt kommen und klauen nicht, weil da eine Kamera ist, und gehen wieder raus und haben nichts geklaut, dann haben Sie sich moralisch verhalten. Aber ethisch ist das nicht gut. Wenn Sie reingehen und sagen, ach, vielleicht fällt es auf, es wird bestraft und klauen nicht, sind Sie auch moralisch. Vielleicht noch am richtigen Trip, aber nicht ethisch. Wenn Sie reingehen und nichts klauen, weil Sie gar nicht klauen können, weil das bringen Sie gar nicht fertig, weil es für Sie ein No-No ist, nicht aufgrund Ihrer Entscheidung hier, sondern weil das passt überhaupt nicht in mein Leben. Dann sind Sie moralisch richtig und ethisch richtig auf dem Weg. Merken Sie den Unterschied? Und es wächst dann in den Stufen. Ja, wenn aber Ihr Chef sagt, du musst jetzt da der Oma in Berlin für 10.000 Euro erspartes Lehmann-Zertifikate verkaufen, der hat eine Stufe, die ist ganz unten. Der Rang ist vielleicht ganz oben. Daran merken Sie das. Ja? Wenn Sie sagen, wir verkaufen nur was, was der Kunde auch wirklich will, was Nutzen, Preis-Leistung ist in Ordnung, wir sind immer für dich da. Es gibt ja eine tolle Kundenorientierung aus so einer Einstellung. Wir haben das probiert. Einer meiner Verkäufer hat mal einen Kunden in Südafrika um 1 Million betrogen und hat mir das ganz stolz erzählt. Da habe ich einen Scheck ausgestellt, bin da hingeflogen, habe den Scheck überreicht, habe gesagt, ich entschuldige mich. Das stand in der Werkszeitschrift. Da habe ich gesagt, was ist da echt los? Woran merken Sie Stufen? Daran. Dann habe ich danach so einen Slogan erfunden, wir und unsere Kunden sind wir. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Dann habe ich das interpretiert. Daran merkt man Stufen. Ich muss das ja auch bei Hüls, ich muss ja auch mehrere Leute, 1000 Leute entlassen. Man ist wie ein Richter manchmal auch dann in einer Situation, wo ich etwas machen muss, wo andere darunter leiden müssen. Das gehört zu dem Job dazu. Wir müssen ja wertorientierte Unternehmensführung machen. Das ist die Aufgabe. Da ist aber nur noch die Frage, daran erkennen Sie die Stufe, wie das durchgeführt wird. Ob das mitmenschlich, finanziell akzeptabel, einvernehmlich oder wie das durchgeführt wird. Ja? Oder wenn Sie eine Firma verkaufen, weil Sie sagen, das Portfolio passt nicht mehr. Sie verkaufen aus irgendeinem Finanzhain, der dreht das Ding durch den Wolf 2-3 Mal mit Recapitalization und holt das Ding aus, bis es dann pleite ist. Ich bin der Meinung, wenn ein Großkonzern sich von einer Business Unit trennt, hat er lange noch die Verantwortung dafür. Muss ich überlegen, an wen verkaufe ich? Vielleicht sogar auf Kaufpreis verzichten. Daran erkennt man Stufen. Wir konnten vorhin mal in unserer Lehrveranstaltung dieses Thema ansprechen, Individualethik und institutionelle Ethik. Und ich fand das jetzt sehr, sehr fruchtbar und ich bin auch dankbar dafür, was Sie jetzt so berichten konnten aus der Individualethik. Es werden Entscheidungen getroffen und die haben was zu tun auch mit einer gewissen Selbstbegrenzung. Wenn man aber mal schaut, Sie haben das auch angesprochen, Herr Meyer-Gallo, wertorientierte Unternehmensführung, Formalziele werden vorgegeben, es gibt Rentabilitätsvorgaben und so weiter. Und dann sind Sie natürlich auf einem anderen Emergenzniveau, Sie sind auf der Ebene der Institution. Und dann haben wir natürlich auch das sozialwissenschaftliche Problem, wie breche ich eine institutionelle Ethik auf eine Individualethik runter und umgekehrt. Ich denke, das sind so Fragen, über die ich jetzt auch schon seit 25 Jahren nachdenke, auch noch zu keinem Ergebnis gekommen bin. Und das würde ich ja gerne mal so ein bisschen in die Runde einbringen.
Also ich habe über Ethik und Moral eigentlich wenig gesprochen, nur mal angedeutet. Es gibt also ein Riesenwerk von mir, kommt bei Springer raus nächstes Jahr. Da habe ich mich mit solchen Fragen auch beschäftigt, weil einfach das ist die Fortsetzung von dem, wie ich geführt habe. Und wegen des VW-Skandals und anderer Geschichten habe ich gesagt, ich muss als ehemaliger CEO einfach mal jetzt da so ein Opus in die Welt setzen, wie es eigentlich anders geht. Also Sie können die Ethik und Moral eines Unternehmens nur verändern, indem Sie eine Kultur schaffen, wo das Individuum sich verändert. Also die Veränderung des Individuums ist die Voraussetzung für die Veränderung des Kollektivs. Das hat C.G. Jung sehr, sehr oft gesagt und auch veröffentlicht. Wenn Sie Ethikrichtlinien machen, und es gibt ja schöne Ethikrichtlinien bei VW, das hat überhaupt gar nichts genützt. Die hat wahrscheinlich auch eine PR-Agentur gemacht. Sie müssen eine Kultur schaffen, wenn Sie das wollen, und da brauchen Sie natürlich auch einen Impetus als CEO, indem Sie unten anfangen, in den allen Hierarchien, den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Ethik und Moral zu entwickeln über inneres Wachstum, und dann passiert das einfach gar nicht mehr. Wenn aber alle betrügen, dann ist es schwierig. Ist ja auch die Frage, ob Sie als junger Ingenieur dann, wenn Sie da hingehen, mitmachen, wenn die Chefs und alle betrügen und fummeln an der Abgaseinstellung rum, müssen Sie eigentlich weg oder weitermachen und sagen, ich bin unmoralisch. Müssen Sie aber zugeben. Oder wenn Sie sagen, Waffen will ich eigentlich nicht herstellen. Also man muss das überlegen. Sie müssen nur wissen, was Sie machen. Also ich habe ja auch nicht alles richtig gemacht. Ich habe sicher auch Fehler gemacht. Ich war auch sicher mal unmoralisch. Aber absichtlich, das kann ich schon sagen, war ich nie unmoralisch. Absichtlich nicht. Aber ich kenne viele, die sind absichtlich unmoralisch. Ja? Ich war mal in einem Handelsgeschäft. Da hat einer meinem Chef gesagt, ja, das war ein großer Händler, ein Trader im Rohstoffbereich, Riesenvolumen wurden getradet. Da hat er gesagt, der bietet da an und liefert neuen 600er Mercedes. Da hat dann der Chef, die Story hat er, ich habe ich erzählt bekommen, hat gesagt, liefern wir 11. Dann haben das Geschäft gemacht. Das gibt es alles natürlich heute noch. Also ich bin auch der Meinung, das ist wahrscheinlich auch, wenn das veröffentlicht wird, ist wahrscheinlich auch kritisch, weil man das wirklich definieren muss, was ich sage. Ich bin auch der Meinung, dass wir in der Wirtschaft die dunkle Energie, den dunklen Bruder, die dunkle Schwester brauchen, also unsere böse Seite brauchen, wenn dafür gesorgt wird, durch die Vorgesetzten, dass kein anderer zu Schaden kommt. Dass kein anderer zu Schaden kommt. Mensch, Tier, Umwelt. Sie können sich ja vorstellen, wie viel Energie und Geschäft entwickelt wird in der Wirtschaft durch unsere dunkle Seite. Wenn ich jetzt sagen würde, also ihr müsst mir alle jetzt hören, die ganze Wirtschaft, das dürfen nur Gutmenschen sein. Das ganze Ding wird kollabieren und die Gutmenschen, die das fordern, würden nichts mehr zu essen haben. Also die dunkle Seite ist in der Wirtschaft da, wird auch da bleiben. Man muss sie nur führen durch Menschen, die in Rang und Stufe entwickelt sind, sagen, das machen wir, aber das machen wir nicht. Da haben wir Schaden, richten wir Schaden an. Das Ethik- und Moralthema ist ziemlich kompliziert, weil schnell gesagt wird, ach, das ist unmoralisch. Der Ethiker Knauer in Brüssel, von dem ich auch viel gelernt habe für mein Ethikbuch, der sagt, es ist also nicht so einfach. Es kann Verhaltensweisen geben, wo ich unmoralisch plötzlich hintendaher betrachtet bin, weil ich vorher nicht wusste, dass es unmoralisch wird. Oder wo ich gezwungen werde, unmoralisch zu sein. Ja, oder wo ich unmoralisch bin in einem kleineren Ding, um ein größeres, besseres, das Gute zu fördern. Das sagen dann alle auch, das ist unmoralisch, unmoralisch, unmoralisch. Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Plattform da im Golf absichtlich so gebaut wurde, dass absichtlich da so ein Leck auftreten konnte. Die waren sicher alle guten Willens, da Öl zu fördern für die Menschen. I don't know, ich weiß es nicht. Also ich bin da mit Bewertungen sehr vorsichtig. Preiskartelle ist in Absicht. Man will dem Kunden schaden. Der Kunde schadet. Schienenkartell, die Bahn zahlt mehr für die Schienen. Da ist die Absicht dahinter, dem Kunden Schaden zuzufügen oder dem Lieferanten Schaden zuzufügen oder der Belegschaft einen Schaden zuzufügen. Das muss man auseinanderhalten. Also Ihre Frage beantworte ich so. Die Kollektivethik ist nur zu bewerkstelligen, indem Sie Raum lassen und es fördern für die individuelle ethische und moralische Entwicklung des Individuums im Kollektiv. Dann ändert sich das. Anders geht das nicht. Das ist in der Religion genauso. Die Kirche kann nicht sagen, du musst jetzt so sein, das Individuum muss es sein und der andere muss es vorleben. Das ist ein ganz interessanter Punkt, das Individuum muss es
Individuum. Genau, das Individuum. Ja? Als einzelnes Individuum in der Organisation brauche ich erst einmal Mut, wenn ich mich verändern möchte, wenn ich etwas anders tun möchte, als es die anderen tun. Ja. So. Und diesen Mut aufzubringen, eventuell auch gegen die herrschende Meinung zu argumentieren, zu diskutieren, sich auch entsprechend dagegen zu verhalten, mit allen Konsequenzen, mit allen möglichen Konsequenzen. Ich stelle das gar nicht so einfach vor für das Einzelne. Also es ist, das kann man schwer rational durchhalten, wenn Sie es entscheiden. Ich will ethisch, moralisch einwandfrei sein. Wenn Sie auf diesem inneren Wachstumsweg sind, weil Sie sagen, ich möchte mich als Person entwickeln, damit ich besser führen kann, weniger Energie verliere, ich komme gleich kurz noch dazu, kreativer bin, more resilient bin, sind ja tolle Ziele eigentlich, dann geht das automatisch mit der Ethik-Moral-Entwicklung des Individuums. Dann können Sie manche Dinge nicht mehr machen. Ich bin ja auch mit 56 rausgeworfen worden aus dem Firmenvorstand, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht. Das kann man natürlich leichter als Vorstand sagen, als wenn man irgendwo ein Sachbearbeiter ist, muss eine Familie ernähren. Ja, sagt ihr, du hast ja gut reden, hast eine Abfindung bekommen. Ja, habe ich bekommen. Aber von mir wurden einfach Entscheidungen verlangt mit Druck vom höheren Rang. Du machst das jetzt so. Ja? Das wird verkauft und geschlachtet und stillgelegt und Leute rausgeschmissen. Wir machen Kasse und so. Da habe ich gesagt, no. Da habe ich meine Frau gefragt. Habe ich gesagt, wenn ich jetzt gerade ausfahre, bin ich entlassen. Da habe ich das gemacht. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Er kann ja auch unmoralische Dinge machen, aber er muss wissen, dass er sie macht und er muss dafür die Verantwortung übernehmen. Ist ja nie einer gewesen. Ja? Also Herr Winterkorn war das ja auch nicht und die anderen war das auch nicht. Also ich sage mal, in allen Firmen solche Dinge wie Abgaseinstellungen oder Preisabsprachen oder Schmiergelder oder Bilanzfälschung, ich kann Ihnen sagen, das weiß in der Hierarchie, wissen es alle, die es wissen müssen, bis zum Vorstandsvorsitzenden. Dann gibt es das Ritual, wie früher auch immer, Scheiterhaufen, Marktplatz, der erste Mann wird geköpft und dann ist der Rest gesund. Aha, so einfach ist das natürlich nicht. Die zweite Methode ist, der erste rettet sich, gibt den Auftrag an einen Landgerichtspräsidenten, ein Gutachten, der kriegt die ganzen Informationen, der macht ein Gutachten und sagt, die Schweinereien sind in der zweiten Ebene passiert. Dann wird die zweite Ebene geköpft. Anschließend ist das Unternehmen auch wieder clean. Alles nicht so witzig. Alles sehr offensichtlich. Ja. Ja, aber dadurch, dass alles bekannt wird heute, auch übers Netz und über eine achtsame Öffentlichkeit, ist das alles nicht so einfach. Es kommt alles raus. Ich sage immer, vielleicht kriegt, wenn ich ein deutsches Buch noch machen sollte über Ethik, kriegt es dann den Titel Unmoral ist wie ein Eisberg, man sieht nur ein Sechstel. Fünf Sechstel ist unter Wasser. Wenn Ihnen das gefällt, dann mache ich das so. Ja, weitere Fragen? Wenn das nicht ist, dann reiße ich, würde ich sagen, auch wegen der Zeit, jetzt die beiden Blöcke kurz an. Und dann, wenn Sie möchten, verabreden wir uns zu denen dann nochmal im Herbst. Wenn Sie auf so einen inneren Weg gehen, kriegen Sie zwei große Geschenke. Das eine ist Kreativität und das andere ist Resilience. Zur Kreativität, das ist klar, dass das Individuum, was auf einem inneren Wachstumsweg ist, mehr Intuition und Inspiration nutzen kann, als die, die auf ihrem Ego-Trip sind und durch Denken das versuchen. Warum? Also wir bemühen uns zurzeit, wenn ich jemanden nehme, die versuchen mit Denken weiterzukommen, bei Innovationen und so weiter, ich nenne das den kleinen Innovationstrichter, die packen da rein mein Denken, mein Wissen, meine Erfahrung, von den Kollegen, alles, was man so weiß, und dann machen wir Brainstorming und dann kommt da unten was raus, was Neues, und dann machen wir eine Innovation. Gelingt oft, aber manchmal groß, manchmal klein. Der große Innovationstrichter, da tun sie oben rein Intention, Inspiration. Das verknüpfen sie mit dem Intellekt. Da gibt es eine Erfindung, da machen sie Innovation. Der Unterschied ist, dass die Vorstufe zum neuen Denken ist die Intuition. Was ist das, Intuition? Im Sprachgebrauch werfen das alles durcheinander, Intuition, Inspiration. Intuition kommt von intuere, intuere heißt sich nach innen wenden. Jetzt haben Sie gleich den Anschluss, wenn ich meditiere, wende ich mich nach innen. Meditari heißt etwas Ähnliches, sich nach innen wenden. Warum ist das der Anfang der Intuition?
Und jetzt bin ich auf der neuesten naturwissenschaftlichen Forschung. Wenn wir unseren Neokortex ausschalten, unser Denken, dann setzt das limbische System im Gehirn ein, der Thalamus und die Zirbeldrüse. Und ohne Denken geht ein Prozess in Gang, wenn ich vorher ein Problem konstelliert habe und eine Absicht konstelliert habe, dass ich ein Problem lösen will, fängt Thalamus, Zirbeldrüse und limbisches System im Kopf an zu arbeiten. Den Neokortex lassen Sie los. Dann bewegen Sie sich in einen Raum, wo Denken nicht so wichtig ist, wie duschen, im Wald spazieren gehen, Musik oder so. Und irgendwann macht's Peng, da kommt eine Idee. Das ist eine Intuition. Man sagt Geistesblitz. Geistesblitz würde ich übersetzen, Blitz aus Spirit, nicht aus Mind. Geistesblitz, Bauchgefühl. Wir können es nicht benennen. Das haben viele. Immer wieder. Aber sie vergessen das. Und dann ist der zweite Schritt wichtig, und den nenne ich Inspiration. Inspiration heißt inspirare, einatmen. Sie müssen dann diese Intuition einatmen, sich zu eigen machen. Und dann schaltet sich Ihr Intellekt ein, sagt, was hat er da eingeatmet und verknüpft. Ihr Intellekt heißt, Ihr Leggerer ist einsammeln, der sammelt alles ein, was Sie wissen, denken, fühlen, was jetzt dazukommt durch die Intuition, durch die Inspiration und macht was Neues draus, eine neue Idee. Dann können Sie eine Innovation draus machen. Das heißt, wenn Sie einen inneren Weg gehen, kriegen Sie als Geschenk eine wesentlich höhere Kreativität. Sie kriegen Anschluss an ein großes Unbewusste für Sie. Jung hat immer gesagt, das kollektive Unbewusste. Die Quantenphysiker würden sagen, das Hintergrundfeld, das Nullfeld, speist sie dann mit neuen Ideen. Ist alles da, was gedacht wurde, was denken, was man denken kann, und geht in ihren großen Trichter rein. Wenn sie es ganz bewusst machen, dann kriegen sie ein großes Potenzial für kreatives Verhalten und kreative Entwicklung. Wenn wir nur denken, sind wir wie ein kleiner Fisch im Aquarium. Wenn wir das aufmachen, sind wir wie ein Fisch im Ozean. Und ich könnte Ihnen jetzt vorlesen, eine ganze Stunde lang, faszinierende Geschichten von Nobelpreisträgern, weil man mir auch oft nicht glaubt, wenn ich sowas erzähle, wie die berichtet haben, wie sie die großen Intuitionen gehabt haben zu den großen Ideen. Genauso, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe. Heisenberg, Helgoland, Mitternacht, Gewitter. War die Basis der Quantenphysik da. Ja, oder Kekulé mit dem Traum im Benzolring. Brahms hat immer komponiert zwischen Tag und Traum. Traum spielt auch noch eine ganz große Rolle, kann ich heute nicht behandeln. Sie kriegen als Geschenk die Kreativität. Das zweite Geschenk ist die Resilienz. Es ist klar, wenn Sie sich so innerlich entwickeln, dass Sie belastbarer werden für alles das, was von außen kommt. Als Geschenk. Sie können es auch anders einordnen. Sie können es auch aushalten. Sie stehen ja nicht mehr nur mit, Sie haben ja einen Schwerpunkt nicht hier, sondern hier. Sie stehen ja ganz anders. Sie sind ganz anders, Sie stehen ganz anders im Leben. Und wenn da Druck drauf kommt, dann setzen Sie sich irgendwo hin, gehen meditieren. Wenn Ihr Chef Ihnen da Druck drauf macht, gehen Sie auf die Toilette und meditieren mal 5 Minuten. Toilette heißt ja im Französischen Retraite, also Rückzugsraum. Ja, Retraite, denken Sie dran. Wenn Sie 10 Mal auf die Toilette gehen. Ja, also Resilience kommt ja, jetzt ist ein ganz spannender Punkt, kommt ja von Resiliere, also zurück, sich zurückziehen von einem Werkstück, was erhitzt wird, und wenn es abgekühlt wird, zieht es sich wieder zusammen in Ausgangszustand. Das nennt man über Resilience. Es gibt viele Forschungsarbeiten und Bücher und was weiß ich was. Ich habe noch nicht gelesen, dass man sich die Frage mal stellt, okay, ich muss dann alles Mögliche machen, da Yoga, mich gesund ernähren, Waldlauf und was weiß ich was, Urlaub und Rest, da bin ich resilient, vorwegen, bist gar nicht resilient. Kommst wieder, da kommt der Druck drauf, dasselbe passiert. Wenn ich aus meinem Normalzustand durch Druck mich ausdehne, sage ich mal, also aus der Mitte falle, würde ich besser sagen, und ich mache verschiedene Maßnahmen, wie Meditationsüben sonst ist, und es zieht sich wieder zurück, dann ist die Frage, wohin? Wohin zieht der resilierte Körper sich zurück? Und das ist ganz entscheidend, weil wenn er sich dahin wieder zurückzieht, wo er vorher war, nämlich in dem egozentrischen, schwachen, rational gesteuerten Zustand, fallen sie das nächste Mal ja wieder raus. Das heißt, eine Resilienz und eine Störung, die Resilienz erfordert, fordert, und das ist mein Credo auch, ein Zurückgehen in einen anderen Ausgangszustand, in den des Babys und des Dalai Lamas.
in den Ganzheitszustand. Das ist der stabile Zustand. Das habe ich noch nirgendwo gelesen. Und wenn Sie mir jetzt nicht glauben, werde ich das thermodynamisch. Mein neuer Guru ist also Tom Campbell, amerikanischer Kernphysiker, der das naturwissenschaftlich alles aufzieht. Und er sagt, die ganze Evolution richtet sich nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Der heißt ja, in geschlossenen Systemen geht die Entropie immer gegen unendlich, also der Unordnungszustand. Beim Embryo ist das ja noch ist das ein toller Ordnungszustand, bis 3 Jahre, dann fällt er auseinander, dann gibt es einen Unordnungszustand. Wenn ich tot bin, ist der absolute Unordnungszustand, die Entropie ist unendlich. Und er sagt, wenn du ein Leben lebst, und der Mensch ist ein offenes System, weil wir können ja da Einfluss nehmen, andere auch, und nimmst dir immer vor, dass die Entropie erniedrigt wird, der Ordnungszustand erhöht wird, der Unordnungszustand erniedrigt wird, für dich selbst und für andere, bin ich auf einem guten Weg, resilient zu werden. Aus Sicht der Physik, der neuen Physik, naturwissenschaftlich erklärt. Was die Mystiker ganz anders erklären und die Psychologen auch. Also die treffen sich alle bei den gleichen Erkenntnissen. Heute ist das so spannend. Jetzt trifft sich die Mystik mit der Quantenphysik. Das wäre vorher undenkbar gewesen. Also der Kernphysiker Campbell erklärt dann in seinem Buch, so Big Toe heißt das, Trilogie, wie das geht. Da wird auch meditiert. Und jetzt höre ich auf, weil sonst halten sie mich gleich für verrückt, wenn ich den Campbell da also jetzt zitiere, weil ich bin ja da auch noch Schüler bei ihm, habe da so ein Seminar gemacht. Die können durch er sagt, die Quantenphysiker sagen, dass die Wirklichkeit ist das Hintergrundfeld. Campbell sagt, die Wirklichkeit ist die Quelle der Information. Der ist jetzt im digitalen Zeitalter. Es gibt außerhalb von all unserem Denken und Sein gibt es einen Computer und eine Software, da ist alle Informationen drin. Das nennt er Larger Consciousness. Und wir Mickey-Mäuse haben unsere begrenzte kleine Consciousness. Sie können durch Meditation können Sie Anschluss finden an Larger Consciousness. Können einen Auftrag erteilen. Und dann fließt, wenn Sie es lange genug üben, fließt aus dem großen Bewusstseinsfeld fließt Intuition. Und Sie wissen, was Sie machen können. Es gibt viele Versuche. Duke University, tausende von Studenten, keiner hat es geglaubt. Die haben das da gemacht. Dann haben die Headline der Newspaper der nächsten Woche aufgeschrieben. Ich habe es noch nicht gemacht, bin ja auch erst Anfänger. Aber wir haben da auch meditiert und waren 120 Leute. Sagst du, wir üben das jetzt mal, ein paar sind ja schon länger dabei. Wenn ich an Larger Consciousness, wo alles Wissen drin ist, was war, was ist und was sein wird, sagt so, ihr meditiert jetzt darauf, was ich auf diese Flipchart vor 10 Minuten gemalt habe, verdeckt. Die zweite Übung war, was ich jetzt male. Die nächste ist, was ich in 10 Minuten malen werde, ohne dass ich es jetzt schon gemacht habe. Dann haben wir alle fleißig meditiert. Und ich kann Ihnen sagen, was da für Antworten kamen, da bin ich bald vom Stuhl gefallen. Also es gibt Erfahrungen, die jetzt zu wissen werden. Er hat auch 6 physikalische Versuche gemacht, die sonst nicht lösbar gewesen wären, aus der Physik und Kernphysik. Wir treten ein in ein ganz neues Zeitalter der Naturwissenschaft, wo diese Erfahrungen, die vorher Mystiker gemacht haben, durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt werden. Und wir wissen heute, wenn die Zen-Meister meditieren, das hat man in Kalifornien gemessen, da gibt es eine 7-Hertz-Schwingung. Und die 7-Hertz-Schwingung ist genau die Schwingung von der Zirbeldrüse und vom Thalamus. Da wird N-Methyltryptophan ausgeschüttet, die Glücksdroge. Deswegen sind die dann so glücklich. Und die 7-Hertz-Schwingung ist genau die Schwingung auch, die die Zellmembranen haben. Und das Wasser, was um die Zellen drumherum ist, wenn man gesund ist, hexagonal strukturiertes Wasser, ist alles 7-Hertz-Schwingung, das ist wohl die Schwingung des Lebens. Und die kann man bewusst durch Meditation aktivieren. Dass Sie das eines Tages mal schaffen, das wünsche ich Ihnen. Jetzt höre ich auf, weil es jetzt wird sehr... Ja, also es ist, was ich sagen will, ist, dass ich einfach jetzt mal versucht habe, dass ich so ein paar Impulse setze, dass Sie das nicht vergessen. Sie können auf meine Website gehen, da ist noch viel mehr. Sie können morgen Ihr Leben ändern, Sie können es überhaupt nicht ändern, aber es wäre schade, wenn Sie sterben und haben gar nichts geändert. Sie können es in Krisenzeiten, werden Sie an mich denken. Und dann können Sie anfangen. Es ist nie zu spät. Also die schöne Geschichte von dem jüdischen Kaufmann, der nichts kapiert hat. Da ist ja immer, mein Lehrer erzählt das immer, der hat also bis zum Sterben nichts kapiert, was ich gerade so erzählt habe. Unten ist immer das Geschäft und oben ist die Wohnung. Kennen wir von Reisen, ne?
Der liegt oben im Sterben, unten ist das Geschäft. Dann kommt, sagt er, ist die Mutter da? Ja. Ist der Sohn da? Ja. Ist die Schwester da? Ist der Onkel da? Ja. Alles ums Totenbett. Und da sagt er, verdammt nochmal, wer kümmert sich eigentlich ums Geschäft? Das war mein Schlusswort. Ja. Ja. Wollen Sie noch was fragen? Ich finde, es gibt unheimlich viele Anschlusspunkte. Ja. Ich hätte schon ein paar Fragen, aber ich würde gerne die Studierenden. Die haben bestimmt auch was ihnen auf den Schuh. Also, wie wichtig finden Sie denn die Bildung? Und zwar das Bildungssystem. Wenn Sie sagen, es muss ja aus dem Individuum herauskommen. Das Bildungssystem tut es ja eben nicht. Wie gesagt, in den 60er Jahren muss man ja nur Maschinen produzieren. Also Menschen als Maschinen. Ich bin der Meinung, da bin ich ganz offen, dass wir am fürchterlich falschen Weg sind. Dass wir auf dem Weg der OECD-Richtlinien sind, leider, ohne dass begriffen worden ist, was das für einen Schaden anrichtet. Wir haben ja dieses Jahr 250 Jahre Wilhelm von Humboldt. Ich habe neulich gelesen, was ist eigentlich das Humboldtsche Bildungsideal? So richtig weiß das auch keiner so, aber er hat mindestens mal das Abitur eingeführt und dafür gesorgt, dass an den Hochschulen nicht mit Nepotismus die Professorenstellen besetzt werden durch Ausschreibung. Das war Wilhelm. Also es ging da um Eliten und Leistung. Ich bin der Meinung, dass diese Entwicklung der Veränderung der Bildungssysteme, und wir waren ja auch vor 10, 20, 30, 40 Jahren weiter, wir haben eine Verschlechterung erfahren in vielen Bereichen. An den Universitäten haben wir eben auch Fachausbildung, dann kommen sie in die Wirtschaft, haben von vielen Dingen wenig Ahnung, laufen ins Messer, kriegen mit 30 Jahren Burnout oder haben eine Angststörung. Und ich meine, es macht mir Angst, wenn ich sehe, dass auch bei den Young Professionals über 10% Psychopharmaka nehmen, ja, um einfach weiterzuarbeiten. Das heißt, wir sind da in einer Sackgasse gelandet mit diesem System, wo wir die ganzen jungen Leute durchschleusen. Und wir werden durch Leiden es verändern müssen. Aber ich kann auch mir vorstellen, dass es alles noch viel schlimmer wird, weil das Individuum krank wird. Die andere Frage ist ja noch, die vielleicht jünger sind als Sie, die also stundenlang mit dem Handy zugange sind oder mit dem PC. Was ich Ihnen gesagt habe, ist eine Achtsamkeitsübung auf das Hier und Jetzt. Und wenn Sie da dauernd gestört werden, rausgerufen werden aus der Achtsamkeit, verlieren Sie den Kontakt zu Ihrer Seele. Und der Kontakt zur Seele ist wichtig, der führt Sie zu Ihrem Unbewussten, der führt Sie in Ihren Spirit. Das ist unterbrochen. Was werden da für Menschen draus? Leicht manipulierbar, überhaupt nicht konzentriert. Ja. Mein Klavierlehrer sagte mir, die sind alle so fast bei mir, die Schüler, die da jetzt Klavier lernen sollen, weil die Eltern sagen, du mach mal. Ja, und da kam so ein typischer Vertreter. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Aus Vater Arzt, Mutter Juristin, hat überhaupt nicht geübt, hatte null Bock auch. Ja, da hat er irgendwas da gespielt. Da hat er gesagt, also ist aber nicht gut. Ja, ich bin heute überhaupt nicht gut drauf. Ja, ja, du musst so üben, sonst wird das nichts. Ja, jetzt bin ich aber beleidigt. Jetzt spreche ich nicht mehr mit dir. Da habe ich gesagt, ist das ein Einzelfall? Das hat er, nee. Die kippen alle sofort. Also, ich finde das nicht gut, was zurzeit läuft. Ich finde es gut, wenn an jeder Schule, an jeder Uni, und jetzt bin ich beim Individuum, Individuen sind, ja, Individuen sind, die sagen, okay, wir müssen es dann errichten, aber wir versuchen, das einzufügen, was nach unserer Lebenserfahrung wichtig ist für die, die wir da ausbilden. Das finde ich ganz toll, die gibt es ja überall. Es gibt in den Firmenchefs, die auch da weiter sind. Wenn man Glück hat, landet man dann da. Aber es kann sein, dass alles noch viel schlimmer wird, weil wir in einer Zeit sehen, wo die underlying forces, wie Jung das gesagt hat, auf Zerstörung aus sind. Geht ja alles kaputt. Staaten, Firmen, Volkswirtschaften, politische Systeme, Familien, Gruppen. Alles in Vereinzelung, Vereinsamung, wenig Achtsamkeit und unglücklich sein. Aber daraus entsteht was Neues. Wir waren eben 2000 Jahre, kann man fast sagen, in einem mentalen Zeitalter, wo nur alles aus dem kognitiven, rationalen geschaffen wurde. Das bricht jetzt meistens von Männern. Die Sophia wurde unter Beton begraben, die Weisheit. Deswegen spielen die Frauen zurzeit eine wichtige Rolle.
Und wir, wie Leute wie Jean Gebser oder Ken Wilber, also große zeitgenössische, Gebser gibt es ja schon nicht mehr, Philosophen sagen, wir sind auf dem Sprung in ein integrales Zeitalter. Also man kann das einteilen in zwei Jahreszeiten, 2000 Jahreszeiträumen, ein archaisches Zeitalter, ein mythisches Zeitalter, ein mentales Zeitalter. Wir sind auf dem Weg in ein integrales Zeitalter, was begreift, dass aus all den Quellen, die ich Ihnen geschildert habe, ein neues Bewusstsein kommt und Menschen kommen, die das inhalieren und ganz anders leben. Das ist ein integrales Bewusstsein. Da sind wir noch weit von entfernt, aber es gibt Netzwerke, es gibt Gruppen, es werden immer mehr, aber noch nicht die Mehrheit. Und dann werden die Bildungssysteme sich ändern. Ich meine, das, was der jetzt Google macht, und auch an den Universitäten teilweise ist das dann nachgefragt, ja, das ist ja schon ein Anfang und das wird sich auswirken. Dass jetzt die Chefs von Google noch nicht mit Mitgefühl uns behandeln im Markt, das ist ein ganz anderes Thema, das habe ich Ihnen auch schon mal gesagt. Aber die Belegschaft wird sich verändern. Nehmen Sie das Bildungssystem an, wie es ist, Sie können es nicht ändern. Ich habe auch Abstand genommen, dass ich irgendwas versuche zu diskutieren, was ich persönlich nicht ändern kann. Aber ändern kann ich, indem ich zu Ihnen spreche und sage, es ist, liegt am Individuum. Wenn das Individuum sich ändert, verändert sich das Kollektiv. Sie haben das in Ihrer Hand. Trotz aller Defizite und nicht klagen, dass das alles so schlecht ist. It's your responsibility. Sie sind auf dem Weg, sich zu verändern. Und dann halten Sie es anderen auch besser aus. Aber es gibt eine andere Dimension, als das sich reinzuziehen, was zurzeit die Bildungssysteme so anbieten. Und die Dimension habe ich Ihnen mal so geschildert. Dann gehören Sie auch zu den Gewinnern. Ja, das Thema Bildungssysteme, das ist interessant und ich finde das hochspannend. Und da komme ich aber zu dem Punkt letztendlich, zu dem Punkt Ende des Semesters. Mhm. Stehen die bekannten Klausuren an. Und dann haben wir Hörsäle oder Kurse, die sind gefüllt mit bis zu 100, über 100 Studierenden. Mhm. Und dann frage ich mich ganz praktisch, wie sollen wir diese Kompetenz entwickeln? Sind wir ja auch angehalten von des Bologna-Prozesses, diese Kompetenzen abprüfen. Ja. Also das, die reine Wissensvermittlung, da habe ich immer noch den Vorteil, ich schreibe die Klausuren, kann man machen. Wissen ab, sage hopp oder top, du bist drin, du bist draußen, du fällst durch oder hast bestanden. Das ist in dem Fall ja etwas ganz anderes. Ja. Ist das so? Was macht man da? Also wenn Sie auf dem Meditationsweg sind, werden Sie auch fest, es ist, wie es ist. Mit Gelassenheit ertragen. Und das ändern, wo Sie, ich meine, ich habe mir das auch angewöhnen müssen. Es gibt so einen kleinen Kreis, da habe ich Einfluss, der kleine. Dann gibt es einen großen Kreis, wo alle bedauernd darüber reden, habe ich keinen Einfluss. Das können Sie alles vergessen. Reden Sie nicht drüber, denken Sie nicht drüber mit Erdogan, Trump und your circle of influence, das ist Ihr Lied, da haben Sie Einfluss. Das sind Sie selbst und Ihre Umgebung und überall, wo Sie Einfluss haben. Wenn Sie CEO sind, auf dieses ganze Unternehmen. Da muss man alle Kraft drauf setzen. Das ist das Wichtige. Und nicht auch die ganzen anderen Dinge beklagen, wo ich keinen Einfluss habe. Ich kann auch nichts ändern. Und viele Dinge kann ich nicht ändern. So müssen Sie die Gelassenheit haben, die ganzen Defizite zu ertragen, die Sie nicht ändern können. Gucken Sie mal, was der Dalai Lama ausgehalten hat, damit Tibet. Ha! Schlimmer geht's doch gar nicht mehr. Das eigene Volk umgebracht. Das hat er mit Gelassenheit, ohne Ärger. Der hat es noch nie sich ärgern sehen, die Chinesen. Der ist ja auch schon ein bisschen weiter als wir. Ja? Denken Sie, dass unsere Kulturkreise oder auch Länder da schon viel weiter sind? Weil ich, das, was Sie ja erläutert haben, da würde ich jetzt eigentlich so Europa, vor allem die großen Industrienationen, die großen DAX-Konzerne oder generell schon international agierende Unternehmen halt ausweisen, dass da gerade diese Problematik drin steckt. Oder sehen Sie da, ich weiß nicht, im asiatischen Raum Länder, die da ein ganz hohes Potenzial haben oder andere Länder? Also es ist so, dass wir in Europa ja die großen Potenziale hatten, auch genutzt haben, deswegen so eine positive Entwicklung genommen haben in allen Bereichen. Naturwissenschaft, Medizin, Technik, Philosophie, Psychologie und so weiter. Das ist vorbei. Also wir sind im Decline, wegen dieser Zersetzungserscheinung, sind die gleichen Symptome wie bei allen untergehenden Kulturen.
es gibt einen großen asiatischen Einfluss bei dem Thema inneres Wachstum. Aber wenn Sie meinen, Sie fahren irgendwo nach Asien, und ich habe auch, als ich nach Japan geflogen bin, gedacht, die meditieren da alle, von wegen, kaum einer. Ja? Die sind jetzt auf dem Trip, uns zu imitieren mit unserem Materialismus. Und die überholen uns jetzt dann materiell. Das heißt, die sind noch weiter davon weg. Und in den USA, wie gesagt, da gibt es eben die amerikanische System, Gesellschaft, Economy. Es gibt ja unheimlich tolle Eliten auch in den USA. Und da hat ja in der New Economy vor 5 Jahren diese Umdenkung stattgefunden mit Wisdom 2.0. Das läuft weiter. Das hat natürlich schon was mit Kulturen und Kulturkreisen zu tun, aber wo sind wir denn noch verhaftet unserer Kultur? Wir sind ja bodenlos, wir haben keine Vorbilder, keine Werte mehr richtig. Und ja, wo sind denn die, die uns die Kultur vermitteln? Ja, wenn Sie erleben, dass mal irgendwo so einer von der CDU sagt, mal, wir müssen mal eine deutsche Leitkultur entwickeln, dann fallen die alle über den her. Ja, verdammt nochmal, wir müssen wirklich eine deutsche Leitkultur entwickeln. Ja, wir haben ja eine große Tragik gehabt durch die beiden Weltkriege und da ist unsere Identität auch verloren gegangen. Und dann haben wir uns definiert als die Wirtschaftsaufschwungnation. Das ist unsere Identität. Wir definieren uns durch Wirtschaftserfolg. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Wirtschaftserfolg ist nicht mehr so wie zur Zeit. Dann kollabiert ein ganzes Land. Aber ich kann mich doch nicht nur durch Wirtschaftserfolg definieren. Was haben wir Deutsche für Werte oder auch die Europäer? Also findet eine Kultur, wenn es nach so einem Decline aufgrund einer großen Krise wieder Anschluss an alte Werte? Die Frage muss die Zukunft beantworten. Also Sie finden in allen Kulturkreisen finden Sie natürlich diese Inhalte, je nachdem, wie weit die entwickelt waren. Wenn Sie in den griechischen Kulturkreis damals gehen, Plato, Plotin spielten eine große Rolle, Körper und Seele, die waren schon sehr, sehr weit. Ja. Die Seele zu entwickeln ist eine Lebensaufgabe, die dann wieder in den Himmel geht. Daraus resultiert sehr viel Ethik. Also zur Zeit dieser Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden, das ist die Frage, ja ohnehin. Gucken Sie mal, wenn wir so weitermachen und künstliche Intelligenz kommt, wie viele Stunden arbeiten wir dann noch? Wer hat es jetzt gesagt, nur 4 Stunden? Da der Alibaba-Gründer oder was? Ihr arbeitet nur noch 4 Stunden. Und viele verlieren den Job auch natürlich dadurch, wenn das alles verknüpft wird. Was machen die Leute alle mit ihrer Freizeit? Sie hocken vorm Fernseher, trinken, fahren Urlaub oder was, bringen sich um oder was weiß ich was. Also was machen die alle mit ihrer Zeit? Das wäre ein großes Glück, wenn die sich auf den Weg machen, den wir gerade hier miteinander besprechen. Das werden viele machen, weil die sonst leiden. Die kommen aus den Leiden raus. Und plötzlich kann aus einer niedergehenden Kultur eine neue entwickeln. Wir könnten, als Deutschland könnten wir ein Leitland werden für das Umschalten von einer quantitativen Wachstumsphase auf eine qualitative Wachstumsphase. Das wäre doch irre, können wir verkaufen. Da muss aber eine Regierung da mitmachen. Das muss, wahrscheinlich werde ich nicht gewählt, wenn ich das sagen würde. Wenn ich sage, Wachstum ist jetzt nicht mehr. Aber die Kosten gehen natürlich hoch. Ja, deswegen müssen wir die Ausgaben ständig senken. Niedrige Gehälter und so weiter. Wer hat den Mut? Vielleicht Herr Macron. Ich weiß es nicht. Also in allen Kulturkreisen gibt es diese Ansätze. Sie wurden auch gelebt. Auch durch diese Metaphern, die ich geschildert habe. Es geht dann rauf und runter. Was ist das Neue? Wird ein integrales Bewusstsein sein. Es geht durch alle Länder, alle Kulturen durch. Weil es ist Urwissen. 3000 Jahre alt, Upanishaden, Veden, die alten indischen Schriften. Ja, da ist Sat, Chit, Ananda, haben die gesagt. Das heißt übersetzt auf Deutsch Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Sein ist das wirkliche Hintergrundfeld. Wenn du dieses Hintergrundfeld dir bewusst machst und auch so lebst, dann erntest du Glückseligkeit. Und das ist nicht Happiness. Das Ananda wird das genannt. Das ist Glückseligkeit. Bliss. Deswegen irrt der Artikel von heute, dass Glück ein Wirtschaftsfaktor wird in der Wirtschaft. Nein, Bliss. Ananda ist das Neue. Vielleicht. Ich sehe noch ein großes Problem. Allein schon, also ich komme selbst aus einem großen Unternehmen. Ja. Und da diese hierarchischen Strukturen halt aufzubrechen, von wegen der Älteste, der wird irgendwann Chef. Und wenn der irgendwann in Rente geht, dann rückt da sein Schützling vielleicht noch nach. Und alle, die neu da reinkommen, werden auf eine Ebene gepackt. Und man versucht, die so lange klein zu halten, wie es halt geht. Also gerade, vielleicht merkt man das ja auch so als berufsbegleitender Student, da kriegt man nicht immer nur Lob, wenn man in so einem Unternehmen, dass man noch in der Freizeit noch vielleicht einen Studiengang absolviert.
weil man sagt, okay, ja, da wo du bist, bist du doch gut. Und da überhaupt rauszubrechen als halt dieses Individuum ist natürlich auch sehr schwierig. Also da muss dann wahrscheinlich wirklich von der obersten Führung das Leitbild, was ihr gesagt habt, oder die Unternehmensvision dann auch sich dann langfristig oder vielleicht auch ein bisschen mittelfristig dann auch ändern. Na, also gerade diese großen Unternehmen sehen, da sehe ich wirklich so einen Knackpunkt, dass die diesen Schwung nicht mitkriegen. Ich meine, Google hat es geschafft, ist aber auch sehr schnell groß geworden. Na, hat dann ja auch gerade durch diese... Da war ja auch nichts vorher, die konnten ja ganz neu anfangen. Ja, ne? Genau, durch die verschiedenen Individuen, die da auch ihre Impulse ja gesetzt haben. Aber jetzt ein Unternehmen, was ja schon 150 Jahre, 200 Jahre oder auch nur vielleicht 100 Jahre existiert, da diese Strukturen aufzubrechen, das wird da... ziemlich schwierig. Wie ist da so Ihre Meinung zu? Also wenn Sie es nicht ändern, werden Sie verschwinden. Keine Chance. Ja. Ich glaube, das einzige Unternehmen, was um die Jahrhundertwende an der New York Stock Exchange gelistet war und heute noch existiert, ist GE. Alle anderen sind weg, fusioniert oder geschlossen oder bleiben. Und wenn so weitergemacht wird, es hat keine Dauer. Denken Sie an die ganzen Prozesse von Disruption. War ja vor einiger Zeit undenkbar, was da alles verschwindet. Also das hält nicht. Und für Sie persönlich, wenn Sie so in der Firma sind, Sie können ja ruhig da bleiben und versuchen in Ihrem Kreis, in Ihrem Einflusskreis, erstmal Sie können anders leben. Da würde ich Ihnen empfehlen, nicht viel drüber sprechen. Dann haben Sie so viele Gegner. Machen Sie sich auf den Weg, leben Sie einfach so. Und wenn jemand verantwortlich sind, wenn Sie eine Führungsaufgabe kriegen, nehmen Sie Ihren Kreis, den Sie führen, mit auf diesem Weg. Und dann werden Sie mehr. Und dann werden Sie sehr erfolgreich sein. Vielleicht fällt es ja auf, warum sind die eigentlich so erfolgreich? Ja. Als ich bei der FEBA war und habe nicht gesagt, wo das alles herkommt, was ich Ihnen erzähle, da wollten alle aus den anderen Konzernen zu mir nach Hüls. Ich habe Riesenprobleme mit meinen Kollegen gehabt, also von Preußen Elektra und von Feberkraftwerke Ruhr und Rabkeicher und Schnee wollten alle zu Hüls. Weil wir haben unheimlich Spaß gehabt. Wenn ich gesagt hätte, wir bauen jetzt eine Phenolanlage auf Mount Everest, dann wären wir alle losmarschiert. Ja? Ich habe auch jeden Erfolg anerkannt. Wir waren beim betrieblichen Vorschlagswesen der Chemie Nummer 1 bei weitem. Und in der gesamten deutschen Industrie nach ITT und Opel Eisenach Nummer 3. Also das geht. Ich hatte aber vor meinem Büro einen großen Briefkasten, da stand dran an den Vorstandsvorsitzenden, haben die das alles reingeworfen. Ich habe gesagt, in 2 Wochen habt ihr euer Geld, 10% vom Jahr ausnutzen, ohne Grenze. Höchster Scheck war 500.000. Da haben die vorher gesagt, geht wieder zum Job. Also mit solchen Dingen kann man das verändern. Und man muss dann halt, wenn man führt, wenn sie die Macht dazu bekommen, die habe ich glücklicherweise dann bekommen, müssen sie sehen, dass sie die Energie vernichten, wirklich loswerden. Es gibt Menschen, die vernichten so viel Energie, das können sie gar nicht aufbauen. Da hat es dann im Management einen Restrukturierungsprozess gegeben, die sind alle sehr großzügig, mit dem Golden Handshake nach Hause geschickt worden. Und da habe ich Menschen befördert aus der 4., 5. Ebene in die 2. Ja, das gab es noch nie. Einer war der Klaus Engel. Ja? Ich habe einfach die Potenziale entdeckt. Und habe gesagt, die müssen nach oben. Und dann merkt die Belegschaft das. Warum der, warum ich nicht? Ja. Aber es gibt keinen Grund, da jetzt zu verzweifeln. Leben Sie auf Ihrem Arbeitsplatz Ihre eigene persönliche Weiterentwicklung. Und Sie können dadurch sich selbst in Ihrer Arbeitswelt auch verändern. Und wenn Sie gestoppt oder beschimpft werden, dann versuchen Sie, Ihre Resilience auszufahren. Erheben die Arme hoch und sage, ich segel im goldenen Wind. Der Maya Gallo hat mir gezeigt, wie das geht. Langfristig werden Sie gewinnen. Und die Unternehmen, die sich nicht ändern, haben keine Zukunft. Keine Zukunft. Ich habe da eine Frage in Bezug auf den Betriebsrat. Nun ist ja der Betriebsrat das Organ, welches auch, ich möchte sagen, ja, zumindest nicht formal in der Verantwortung, aber doch in der informellen Verantwortung auch ist oder wäre, diese Themen auch voranzutreiben. Was sind da Ihre Erfahrungen mit Betriebsräten und wie sehen die sich aus Ihrer Erfahrung in dieser Position, in der Rolle?
Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Betriebsräten. Die haben das sofort verstanden. Ich habe denen das nicht erklärt, aber ich habe gesagt, was wir jetzt ändern wollen und machen wollen, was wir für Werte haben, für Ziele haben, wie wir die Vorgesetzten sehen. Die haben da alle mit, die waren begeistert, die haben alle mitgezogen. Wir haben trotzdem ein paar tausend Leute reduzieren müssen bei Hüls. Wir hatten keine Demonstrationen und keine Bad Feelings. Sie sind alle mit 90% netto nach Hause gegangen. Standen Schlange teilweise, aber wir haben sie sehr fair behandelt. Und haben gleichzeitig Zukunftsprojekte gemacht. Gekauft, investiert, geforscht. Ich habe die doppelte Anzahl Lehrlinge ausgebildet, wie wir gebrauchen konnten. Das gab es noch nie. Ich habe denen aber zu Anfang gesagt, ich mache jetzt was, aber ich kann euch nicht alle einstellen. Als sie dann fertig waren, haben die mich mit Eiern beworfen. Ne? Musste aushalten. Also der Betriebsrat ist aufgrund seines Mandats, wenn sie da Gesprächspartner finden, die auch innerlich gewachsen sind, sehr gesprächsbereit, sie können mit denen sehr, sehr gut umgehen, sie können gemeinsame Unternehmensziele sehr gut durchsetzen, auch wenn es mal schmerzt. Ich habe da überhaupt keine Probleme gehabt, keine Konfrontationen. Und ich muss sagen, ich hatte eben auch das große Glück, ich kann Ihnen den Namen dann auch ruhig jetzt mal nennen, dass ich Ihnen Herrn Rappe damals und dann später Herrn Schmold als Chef der IG Chemie, dann später IG BCE Persönlichkeiten hatte, die mich genau verstanden haben, die es sehr unterstützt haben. Geht. Geht. Hängt natürlich von ihrem Gegenüber ab. Da gibt es ja auch schwierige Typen in den Gewerkschaften. Ja? Also ich möchte auch nicht mit jedem da zu tun haben. Aber das geht. Wenn ich als Führungskraft eine Organisation verändern möchte, dann wäre doch gerade dieser Ansatz, die Involvierung der Betriebsräte, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja, wird ja auch gemacht. Also meistens macht man das ja dann so, finde ich eigentlich auch nicht so gut. Man holt Unternehmensberater rein, die machen eine Studie und sagen, es muss verändert werden. Dann machen die schöne Charts, die kriegen die Betriebsräte vorgestellt, ja, und sagen, es muss jetzt so sein. Und dann sagt der Vorstand, ja, es muss ja dann jetzt so sein, das sind die Experten und dann machen die das vielleicht auch so. Ja, so wird das gemacht, weil der Vorstand den direkten Dialog scheut. Ist schon manchmal schwer, wenn Sie Betriebsrat sind oder Arbeitnehmervertreter, diese Veränderungsprozesse zu verfolgen. Aber Sie brauchen ja auch Kompetenz auf der anderen Seite. Man muss ja nicht meinen, wenn da welche als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat geschickt werden, dass sie alle kompetent sind. Sonst wären die ja alle Vorstandsmitglieder. Die sind ja, haben ja teilweise gar kein Rüstzeug dafür. Da muss man also mit Menschen umgehen, die also, das ist ein Ungleichgewicht. Muss denen helfen, dass sie ihre Aufgabe erfüllen. Ne? Aber ich finde die bestimmt gut und ich konnte da sehr gut mit umgehen. Hm? Ich habe auch noch einen kleineren Impuls. Ich finde dieses Credo der Gelassenheit sympathisch. Und ich versuche das eigentlich auch im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten schon seit Jahrzehnten zu leben. Menschen, die mit anderen Menschen, ob in der Wirtschaft oder im Bildungssystem zu tun haben, müssen mit Konflikten umgehen. Ja. Und müssen Verhandlungen führen, sie müssen konfliktfähig sein. Und da wird natürlich jeder seine spezielle individuelle Strategie auch haben. Ich persönlich habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht, aber es geht ja auch, sie müssen ja im Prinzip eine Persönlichkeit sein, die durchsetzungsfähig ist. Und das kann möglicherweise auch die Studierenden interessieren. Ich muss einerseits durchsetzungsfähig sein, soll aber gleichzeitig gelassen sein. Also muss aber andererseits auch meine Position markieren. Ich habe für mich da eine Antwort gefunden, aber vielleicht gibt es da seitens der Studierenden auch diese Frage, wie kriege ich das zusammen? Gelassenheit einerseits, aber dann auch zielorientiert die Interessen vertreten, Konflikte aushalten zu können. Das ist ein guter Punkt, weil viele, die auf dem Weg sind, eben Gelassenheit zu üben und Achtsamkeit zu üben, die verpassen dann auch die Situation oft, wo dann Power und Stärke und Durchsetzungsvermögen gefragt ist. Und da kann ich immer nur sagen, ja, also da muss man manchmal ein Samurai oder ein Shaolin sein. Ja? Das heißt, man muss, die schöpfen ihre ganze Kraft aus der Gelassenheit. Die verbrauchen ja vorher keine Energie. Die hauen dann das Brett durch oder werfen die Nadel durchs Fenster oder nehmen das Schwert. Das heißt, einer, der so auf diesem Weg ist, weil er wenig Energie verbraucht, kann in seinem Bewusstsein, wenn er das fokussiert, unglaublich Energie in dem Hier und Jetzt fokussieren und zur Wirkung bringen. Das heißt, sie können in allen Businessprozessen diese Kraft einsetzen. Nicht indem sie andere umbringen, ja, indem man aber wirklich auf den Punkt Stärke zeigt. Ja.
Vielleicht müsste Frau Merkel Herrn Trump jetzt mal sagen, wenn der immer sagt, America first, Germany first oder Europe first, aber wirklich wörtlich, ja, mal, ja, weil der das versteht. Ja, nicht so dumm rumreden. Also, das heißt nicht Schwäche. Der Samurai in der Shaolin ist alles andere als schwach. Und Unternehmensführer, der auf dem Weg ist, alles andere als schwach. Also eben hier und jetzt dann die Energie draufbringen und dann Durchsetzungsvermögen zeigen, das ziehen wir jetzt durch. Das zieht die anderen Leute natürlich auch mit, ist durchaus angesagt. Sie dürfen nur keinen Schaden anrichten. Ja, das ist immer dann die Frage, richte ich einen Schaden an oder ist das positive Ergebnis des Krafteinsatzes mehr zu höher zu bewerten als vielleicht ein Schaden, der damit verbunden ist? Ich denke, das ist ein sehr guter Punkt, den wir auch in der Veranstaltung hatten. Wir hatten ja das Thema unterhalten, Macht und vor allem auch insbesondere Personenmacht. Und ich denke, was Herr Meyer gerade auch hier gut anspricht, ist diese Thematik auch, ich schaffe dadurch ja auch Identifikationsmacht. Ja. Indem ich was vorlege, ja, und eben mit Energie auch entsprechend achtsam umgehe, haushalte und das natürlich auch zielkonform umsetze. Also ich unterscheide in solchen Fragen dann immer zwischen innerer Macht und äußerer Macht. Wenn ich nur eine äußere habe, das kann schief gehen. Wenn aber die äußere Macht auf der inneren Macht beruht, ja, dann ist das sehr gut. Dann ist die äußere Macht von innen gespeist. Das, wenn man sich den Zusammenhang mal klar macht. Ein gutes Geviert, weil wir hatten ja, ja, schon die dunkle Seite, der, ja, ja, also die, ja, ja, schwarze und die weiße, ja, und jetzt noch die innere und äußere. Ja. Ja, ja, ja. Auch gern so in Metall, das ist ein gutes Geviert, ja, finde ich. Ja. Ja. Hüte dich vor der dunklen Seite, ja, auch setze deine innere Seite der Macht ein. Das klingt alles sehr sympathisch. Damit fahre ich persönlich gerne nach Hannover zurück. Na, dann machen wir das doch jetzt alle so zukünftig, ne? Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja. Danke schön. Ja, herzlichen Dank nochmal offiziell auch. Sehr schön, dass Sie unsere Veranstaltung hier auch bereichert haben. Auch diesen kleineren Vorlesungszyklus Führung, Personalorganisation bzw. Führung, Veränderungsmanagement. Ich denke, dass das auf jeden Fall eine Bereicherung war. Also ich habe es zumindest so wahrgenommen. Und die Botschaft ist ja, jeder nimmt das für sich selbst und guckt, was da rauskommt. Ich finde, das sind sehr viele Impulse und ich finde auch ganz toll, man sollte als Betriebswirt eben auch interdisziplinär denken. Ja, das ist ganz wichtig. Zu einer Frage mit dem Thema Bildung. Trotz dieser Durchlauferhitzer, Bachelor- und Masterstudiengänge, die OECD, die seit 1962 sozusagen im Rücken ist, mit dem Bildungsziel, diese ökonomisierte Richtung. Mm. Ich finde das sehr sympathisch. Bildung, vielleicht abschließend ein Zitat von einem großen Wissenschaftsphilosophen Mittelstraß, der gesagt hat, ohne Bildung geht eine offene Gesellschaft an ihrer Wandelbarkeit zugrunde. Ja. Und damit von meiner Seite nochmal herzlichen Dank. Und ich freue mich, dass wir uns begegnen. Danke. Hermann. Ja, Herr, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Das ist mir auch eine große Freude. Und ich hoffe, Sie haben auch viel mitgenommen und viel Transformationsprozesse in sich sozusagen auch vielleicht schon gemerkt. Vielen herzlichen Dank auch für die Inspiration und ja, ich glaube... Also leider bin ich zu alt, sonst würde ich gerne Ihr Chef werden in dem Unternehmen, wo Sie gerade arbeiten. Hätten Sie diese Frage nicht stellen brauchen. Ja, danke, Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Dankeschön.